möglich, vollkommen neue Lebensformen zu schaffen? Lebewesen, die gentechnisch modifizierten Organismen weit überlegen sind? Umprogrammierte Bakterien zur Erzeugung von Licht, Medikamenten oder Treibstoff? Es klingt verrückt, aber an diesen Projekten wird bereits gearbeitet. Es geht um eine wissenschaftliche Revolution. Ihr Name? Die synthetische Biologie. Es ist eine Revolution. Es geht nicht mehr um das Wissen über bekannte Lebensformen, sondern wir selbst kreieren neues Leben. Ein vielversprechender Traum, der nicht nur die wildesten Fantasien beflügelt, sondern auch tiefgreifende Ängste schürt. Diese neue industrielle Revolution macht sich Formen des Lebens zunutze, um neue Materialien zu produzieren. Das wird sich gravierend auf unsere Gesellschaft und die Umwelt auswirken. In Kalifornien sind bereits einige Unternehmen in dieses Geschäft eingestiegen. Sie greifen einer Zeit ohne Erdöl und fossile Brennstoffe vor. Ihr neuer Rohstoff? Lebende Organismen. Die Zellen wachsen hier in diesem Tank. Wir sorgen für die richtige Temperatur, den entsprechenden Druck und versorgen sie mit Nährstoffen. Sie erhalten Zucker, der ist hier in diesem Behälter. Und den bekommen sie zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Mengen. Wir halten sie bei Laune und sie produzieren für uns. Dieses von Milliarden glücklicher Bakterien hergestellte Produkt könnte der Treibstoff der Zukunft werden. Bakteriendiesel zur direkten Verwendung in jedem modernen Motor. Mit unserer Technologie können wir Treibstoffe für Flugzeuge und Verbrennungsmotoren erzeugen. Das Ziel ist, so viel Treibstoff zu erzeugen, wie weltweit benötigt wird. Und das ist eine ganze Menge. Allein die USA verbrauchen jährlich um die 8 Milliarden Barrel Erdöl und etwa 1,5 Milliarden Barrel Diesel. Das LS9 gehört zu den neuen Biotech-Unternehmen, die sich im Zuge des atemberaubenden Fortschritts der synthetischen Biologie in den Vereinigten Staaten formiert haben. In den letzten 5 Jahren wurden Milliarden von Dollar in die Entwicklung dieser neuen Produktionstechniken investiert, die ein schwindelerregendes Potenzial aufweisen. Der hier hergestellte Treibstoff ist in einem einzigen Produktionsgang entstanden. Dabei verwandeln umprogrammierte Mikroorganismen einfachen Zucker in Treibstoff. Die vermehrungsfreudigen Bakterien findet man nicht in der freien Natur. Die Wissenschaftler haben ihre DNA umgeschrieben, damit sie diese Aufgabe erfüllen. Um das Ausmaß dieser technischen Großtat zu verstehen, blicken wir zurück in das Jahr 1953, als James D. Watson und Francis Crick ihr Doppelhelix-Modell der DNA-Struktur vorstellten. Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN, et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte ou c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore qu'il vaut mieux refermer en attendant de vous expliquer pourquoi. Unser Organismus ist eine außergewöhnliche Ansammlung von mehreren tausend Milliarden Zellen. Jede Zelle besitzt einen Zellkern, der sämtliche genetischen Informationen darüber enthält, was wir selbst sind und an unsere Nachkommen weitergeben. Diese genetische Information ist auf den Chromosomen gespeichert. Jedes Chromosom besteht aus Tausenden von Genen, deren Sequenzen mit den 4 Buchstaben des DNA-Alphabets dargestellt werden. A, T, G, C. Es handelt sich um chemische Moleküle, sogenannte Basen. Die Gene speichern die Geheimnisse der Proteinherstellung und damit die Anleitung zum Bau der Zellen, die unser Organismus braucht, um zu funktionieren. Die DNA ist eine Art universelle genetische Sprache, die allen bekannten lebenden Organismen gemeinsam ist.
der kleinsten einzelligen Bakterie ebenso wie Pflanzen, Tieren und Menschen, die aus Milliarden von Zellen bestehen. Die DNA beinhaltet zunächst einmal eine unglaubliche Menge an Informationen. Seit den 1970er Jahren befassen sich Biologen damit, diesen Code des Lebens zu lesen. Begonnen haben sie mit der Sequenzierung kleiner Genome, etwa dem der Hefe. Alors l'homme, il faudra multiplier encore plusieurs centaines de fois, donc ça fera plusieurs centaines de kilomètres. Um die DNA zu entschlüsseln, haben sich die Wissenschaftler einem spannenden Abenteuer verschrieben, der Gentechnologie. Mit der Zeit und mitunter auch durch Zufall ist es ihnen gelungen, die Funktion bestimmter Gene zu bestimmen. Diese Forschungen haben zu der wegweisenden Entdeckung geführt, dass der genetische Code manipuliert werden kann. Gene können von einer Gattung auf eine andere kopiert und übertragen werden, um sie mit neuen Funktionen auszustatten. Jean Wessenbach ist einer der Pioniere der Humangenomforschung. Er stand an vorderster Front, als die erste Genkarte unserer DNA erstellt wurde. Die erste kommerzielle Anwendung war das Insulin. Es gab Probleme, weil Insuline vor allem aus Schweinen, teilweise auch aus Rindern extrahiert wurden, was manchmal zu allergischen Reaktionen führte. Zur Vermeidung dieser Reaktionen brauchte man Humaninsulin. Das Einbringen des menschlichen Insulingens in Bakterien ermöglicht die Herstellung industrieller Mengen. Für Millionen Diabetiker, die täglich mehrere Einheiten davon zum Überleben brauchen, kommt das einer Revolution gleich. Dieser Durchbruch war zugleich die Geburtsstunde der gentechnisch modifizierten Organismen, kurz GMO genannt. Die Agrarindustrie sieht im Gentransfer die Möglichkeit, den Ertrag und die Qualität bestimmter Kulturen und somit die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Manipulationen des genetischen Codes haben in der Öffentlichkeit zu heftigen Reaktionen geführt. Sind diese Versuche für die menschliche Gesundheit und die Umwelt tatsächlich ungefährlich? Die größte Befürchtung war, dass wir versehentlich Bakterien erzeugen, die sich über die ganze Erde verbreiten und alle natürlichen Gattungen vernichten würden. Oder die zumindest für Pflanzen und Menschen schädlich wären. Aber neben dieser Angst vor Unfällen sorgten damals auch die bewusst gesteuerten Anwendungen für Unruhe. Es ging darum, ob wir hier eventuell Monster schaffen. Aber die Forscher stoßen bald an die Grenzen des technisch Möglichen. Sobald sie mehr als zwei Gene auf eine andere Gattung übertragen wollen, gibt es Probleme. 40 Jahre später begnügt sich die synthetische Biologie nicht mehr mit der Manipulation lebender Organismen und dem Kopieren und Übertragen winziger Bruchstücke. Die heutigen Vorhaben sind weitaus ehrgeiziger. Es geht darum, DNA-Fragmente zu neuen Gebilden zusammenzufügen und auf diese Weise Gattungen zu schaffen, die in der Natur nicht vorkommen. Philippe Mallière ist einer der französischen Pioniere der synthetischen Biologie. Für die Zukunft erwartet er Großes. Die synthetische Biologie gleicht einer kulturellen Revolution. Es geht nicht mehr um die Erforschung von Lebewesen, die der Arche Noah entstiegen sind, sondern wir selbst schaffen neue Arten. Ausgangspunkt des Bruchs mit der traditionellen Biologie ist einer der weltweit bedeutendsten Tempel der Wissenschaft. Das Massachusetts Institute of Technology in den Vereinigten Staaten, kurz MIT, ist seit jeher Zentrum bedeutender Innovationen, etwa der Mikroinformatik in den 1970er Jahren. Und wie damals geht die Revolution von Ingenieuren aus. Diese Pragmatiker, Praktiker und Tüftler sind auch ohne spezifisches biologisches Wissen in der Lage, lebendige Maschinen zu bauen. Think of an automobile.
Stellen Sie sich vor, Sie haben noch nie ein Auto gesehen und wollen wissen, wie es funktioniert. Sie können es auseinanderbauen, es studieren und dann Theorien entwickeln, wie es funktionieren könnte. Kategorien formulieren, eine Liste der Teile erstellen. Es geht aber auch anders. Sie zerlegen das Auto in seine Einzelteile und versuchen dann, es wieder zusammenzubauen. Dabei entstehen Fragen. Was ist das? Brauche ich das überhaupt oder kann ich es weglassen? Wenn Sie dann wieder alles zusammengesetzt haben, betätigen Sie den Anlasser. Funktioniert es? Die Beschäftigung mit dem Aufbau von Dingen und das Lernen daraus ist ein hocheffizienter wissenschaftlicher Ansatz, der in der Biologie im Grunde noch nie umfassend angewandt wurde. Drew Endy gilt als der begabteste seiner Generation, als Avantgardist und bedeutendster Theoretiker der synthetischen Biologie. 2005 hat er für Ingenieurstudenten das erste Seminar in der neuen Disziplin gehalten. Um die jungen Leute für den neuartigen Zugang zur Biologie zu begeistern, organisiert er einen internationalen Wettbewerb für synthetische Biologie, den iGEM. Die Wettbewerbsteilnehmer müssen der Jury biologische Maschinen präsentieren. Maschinen, die leben. Für Ingenieure wie Drew Endy ist die Natur einfach eine Technologie, die über eine immense Menge an Werkzeugen verfügt, mit denen sie ihre Wunder vollbringt. Zum Beispiel die Fähigkeit der Pflanzen, Sonnenlicht in Energie umzuwandeln. Ich bin Ingenieur. Die Biologie gefällt mir, weil sie ein Teil dessen ist, was und wer wir sind. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Produktionsstätte. Nehmen wir das Blatt einer Pflanze. Das ist eine Art Solarkollektor, der sich selbst zusammenbaut und recycelt. Das ist unglaublich, aber es funktioniert. Und so etwas selbst herzustellen, das wäre fantastisch. Die Ingenieure sind fasziniert von den Möglichkeiten, aus sehr einfachen und standardisierten Bauteilen komplexe Maschinen zu bauen. Wie auch ein Computer, der durch Aneinanderreihung von Prozessoren, Speichern und zahlreichen Einzelteilen entsteht. Überträgt man dieses Prinzip auf die Biologie, besteht die Herausforderung darin, aus der DNA lebender Spezies Fragmente oder Gene mit genau definierten Funktionen zu isolieren und daraus standardisierte Bauteile herzustellen, die wie Legosteine untereinander austauschbar sind. So ist es nicht verwunderlich, dass die Sieger beim iGEM-Wettbewerb einen großen Legostein überreicht bekommen. Die Legosteine, um die es bei diesem Wettbewerb geht, sind Gene, die zu einer neuen und komplexeren Konstruktion zusammengefügt werden, zu einer echten biologischen Maschine. Die DNA-Bausteine werden Biobricks genannt. Es handelt sich um DNA-Fragmente, die mit den vier Buchstaben des genetischen Codes bezeichnet werden. A, T, G, C. Jedes Fragment hat eine genau definierte Funktion. Das Glühwürmchen verfügt zum Beispiel über mehrere Gene, die ihm die Fähigkeit verleihen, im Dunkeln zu leuchten. Um diese nützlichen Gene zu kopieren, verwenden die Techniker einen DNA-Synthesizer. Wie bei einem Tintenstrahldrucker werden aus vier Patronen die DNA-Basen bezogen. Nur, dass die Maschine anstatt der Farben die vier chemischen Basen A, T, G und C entnimmt. So wird ein rein synthetisches Stück DNA erzeugt, das ausschließlich von Menschenhand hergestellt ist. Alle von den Studenten geschaffenen Biobricks werden im MIT online gestellt. Jedes Jahr kommen neue hinzu. So entsteht eine Art Bestellkatalog, der ausschließlich den Teams der Wettbewerbsteilnehmer zur Verfügung steht. Die kostbaren Biobricks werden in einem speziellen Gefrierschrank gelagert und von Randy Redberg, einem der Gründer des iGEM-Wettbewerbs, gehütet. Nach seiner langen Karriere im Bereich der Informatik sieht er in der synthetischen Biologie das neue Grenzabenteuer für Ingenieure. Gemeinsam mit Tom Knight hat er das Konzept der Biobricks entwickelt. Wir verfügen mittlerweile über 5000 Einheiten Biobricks. Wenn ein Team eine solche Einheit enthält, wird Wasser in einen Behälter gefüllt und die DNA aufgelöst. Die Teilnehmer können die DNA dann entnehmen, in Zellen einbringen, wachsen lassen oder was auch immer sie damit tun wollen.
Sie sind dann furchtbar aufgeregt, weil sie zum ersten Mal tausende von kleinen DNA-Stücken vor sich haben, mit denen sie bauen können, was sie wollen. Selbst ihre Professoren hatten noch nie eine solche Möglichkeit. Auch an der renommierten Universität Cambridge will man sich die Teilnahme am Wettbewerb auf keinen Fall entgehen lassen. Der Startschuss erfolgt jedes Jahr im Juli. Bei den Ingenieurstudenten hat die Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Ebenso wie die 130 Konkurrenzteams müssen sie eine biologische Maschine konzipieren, die mit den Biobricks des MIT arbeitet. Mit dem Programmieren einer neuen DNA ist es jedoch nicht getan. Sie muss zum Leben erwachen. Ein echter, lebender Organismus muss entstehen. Dazu müssen die Studenten ihr Programm in einen Träger einbringen. Als idealer Träger gilt die Bakterie Escherichia coli, kurz E. coli genannt. 2011 hat sie Schlagzeilen gemacht, als einige besonders virulente Stämme zum Teil tödliche Lebensmittelvergiftungen verursachten. In der Welt der Biologen gilt sie jedoch als Star, mit dem die Forscher gern arbeiten, da ihr Genom vollständig entschlüsselt ist. Aber nicht alle Stämme von E. coli sind tödlich. Wir tragen Milliarden dieser Bakterien im Körper und auf der Haut. Ihre Zahl übertrifft sogar die unserer Zellen. Und sie sind für uns lebensnotwendig. So sorgen sie etwa in unserem Darm für die Verdauung. Die einfachen einzelligen Organismen bieten einen großen Vorteil. Ihre DNA wird von keinem Zellkern geschützt. Dadurch ist es möglich, einen Großteil ihrer überflüssigen DNA zu entnehmen und ihnen nur die Gene zu belassen, die ihr Überleben sichern. Jetzt können die Ingenieure Biobricks einbringen, die der Bakterie eine neue Funktion verleihen. Zum Beispiel DNA-Fragmente des Glühwürmchens, die ihnen die Fähigkeit zum Leuchten geben. Die Bakterie ist demnach fähig, ein neues genetisches Programm zu lesen und auszuführen. Paul ist Mitglied im Team von Cambridge. Der Student hat den ganzen Sommer über experimentiert, damit die Bakterien blau leuchten. In diesem Glaskolben haben wir eine Kolonie Escherichia coli, Bakterien, die gewöhnlich in der Darmflora leben. Wir haben ihnen Gene von Bakterien eingepflanzt, die symbiotisch in Meerestieren wie Kraken leben. Diese Bakterien senden Lichtsignale aus, mit denen beispielsweise Kraken Beutetiere anlocken. In unserem Fall wird dasselbe blaue Licht erzeugt. Beim iGEM-Wettbewerb sind die Studenten gefordert, konkrete Anwendungen ihrer Projekte ins Auge zu fassen. Um ihren E-Glow-Lie genannten Leuchtbakterien eine Zukunft vorauszusagen, hat sich das Cambridger Team an die englische Designerin Alexandra Daisy Ginsberg gewandt, die auch Expertin für synthetische Biologie ist. Als Designerin interessieren mich die neuen Materialien und Herstellungsverfahren der synthetischen Biologie. Als Künstlerin interessiert mich, was es bedeutet, an der Grenze zwischen Natur und dem Unnatürlichen zu rütteln. Wo verläuft diese Grenze? Wie erfassen wir diese neuen Technologien? Und was bedeutet das für unsere Zukunft? In unserem diesjährigen Projekt geht es um Biolumineszenz, also Licht aus Bakterien. Dafür sind viele Anwendungen im Alltag denkbar. Straßenlaternen könnten etwa durch leuchtende Bäume ersetzt werden. 4 Monate später können das Team aus Cambridge und weitere 1500 Studenten aus aller Welt endlich ihre mikroskopisch kleinen Kreaturen präsentieren. Biologische Maschinen, die dem Wohl der Menschheit oder einfach nur dem Vergnügen dienen sollen. Wir haben ein Bakteriensystem entwickelt, das Krebszellen entdecken kann. Vor allem Entwicklungsländer brauchen kostengünstige Diagnoseverfahren. Unser einfaches Bakteriensystem arbeitet genauso effizient wie die teure Technologie, die bisher angewandt wird. Wir haben unser Projekt Hefewahn auf dem Mars getauft. Mit denselben Prionen, die den Rinderwahn verursachen, wollen wir den Mars verdunkeln, dadurch seine Oberfläche erwärmen und für den Menschen bewohnbar machen.
Die jungen Spanier haben ein klassisches Thema der Science-Fiction aufgegriffen. Beim Terraforming geht es darum, einen Planeten so umzugestalten, dass er bewohnbar wird. Aber weder bei diesem eher fantastischen Projekt noch bei den wirklich nützlichen Zielsetzungen wie der Krebsdiagnose geht es unmittelbar um Vermarktung. Der Wettbewerb soll vielmehr zeigen, dass die Biologie des 21. Jahrhunderts auch sehr jungen Studenten zugänglich ist und sie in nur 4 Monaten Großes vollbringen können. Als wir mit iGEM anfingen, haben mir befreundete Biologieprofessoren am MIT, also wirklich kluge Leute, gesagt, das Vorhaben sei schlecht. Ich würde die Studenten auf den Arm nehmen und ihnen die Illusion vermitteln, sie könnten während eines einzigen Sommers etwas erreichen. Stimmen wir ab. Haben Ihre Erfahrungen hier gezeigt, dass Biologie für nicht graduierte Studenten zu schwer ist? Nein? Okay, das wäre dann klar. Den iGEM-Wettbewerb gibt es jetzt seit 6 Jahren. Und in dieser Zeit wurden immer anspruchsvollere Projekte vorgestellt. Von den Schweizern, die versuchen, Stechmücken an der Übertragung von Malaria zu hindern, über das Team aus Peking mit dem Dekontaminationskit für schwermetallbelastetes Wasser, bis hin zu den Studenten aus Cambridge mit ihren Bakterien, die einst die Welt beleuchten sollen. Wir, das Team aus Cambridge, präsentieren Ihnen E-Glaulei. Seit vielen tausend Jahren fasziniert das Licht die Menschen, aber die synthetische Biologie hat sich bisher noch nicht nennenswert mit der Herstellung von Licht beschäftigt. Bis heute sind keine Biobricks für selbstversorgende Lichtquellen registriert. Die Zahl der Teilnehmer am iGEM-Wettbewerb verdoppelt sich jährlich. Sie alle werden von der Mischung aus Spaß, augenscheinlicher Zwanglosigkeit und konkreten Resultaten angezogen, die einen völlig neuen Umgang mit der Biologie darstellt. Das alles ist sehr spannend. Biologie bedeutet für mich die Beobachtung von Prozessen. Das heißt, man schaut sich die Dinge nur an. Aber beim Bioengineering baut man selbst etwas. Die Biologie sorgt zwar für den Aufbau, aber er lässt sich beeinflussen. Diese Grenzlinie fasziniert mich. Mit diesem neuen Ansatz lassen sich die im Grunde selben Aufgaben schneller und effizienter erledigen. Die Funktionsweise ähnelt der Gentechnik, aber es gibt einige sehr wichtige Standards. Die eigentliche Ingenieursarbeit beim iGEM-Wettbewerb besteht darin, wie wir die ganzen DNA-Sequenzdaten in die Mikroorganismen hineinbekommen, die wir bauen möchten. Die neue Generation steht für einen tiefgreifenden Bruch mit der klassischen Biologie. Die Ingenieure wollen mit lebender Materie arbeiten. Nicht nur, um sie zu verstehen, sondern um selbst völlig neues und nutzbringendes Leben zu schaffen. Der gewaltige technologische Fortschritt hat diese Revolution in greifbare Nähe gerückt. In den Labors ist es immer noch üblich, alles von Hand zu erledigen. Ich als Ingenieur kann das kaum mit ansehen. Alles ist so banal und trivial. Vor allem langweilig. Das sollte ein Computer erledigen. Und genau da setze ich an. Im Labor denke ich immer, das kann man doch alles automatisieren, das geht doch auch schneller. Die Automatisierung erlaubt es der Biologie, in neue Dimensionen vorzustoßen. In den letzten 10 Jahren hat sich die Leistungsfähigkeit jährlich verdoppelt, bei ständig sinkenden Kosten. Das spektakulärste Beispiel dafür bietet die Sequenzierung von über 20.000 Genen des Humangenoms. Das sind insgesamt 6 Milliarden Basen des ATGC-Alphabets. Dafür waren 13 Jahre und 2,5 Milliarden Euro notwendig. An diesem Abenteuer war auch Jean Wessenbach beteiligt. Er hat die explosionsartige Entwicklung der Technologie miterlebt, die es mittlerweile ermöglicht, ein vollständiges Genom in ein paar Wochen und für wenige 1.000 Euro zu sequenzieren. Natürlich war die Automatisierung ein ausschlaggebender Faktor, denn wir müssen unsere Versuche in großem Maßstab durchführen, weil wir uns der Ergebnisse nie sicher sein können. Also testen wir eine große Anzahl eingebrachter Variationen, bis wir die optimale Konstellation gefunden haben.
Dank der Automatisierung können auch die berühmten Biobricks des MIT auf Bestellung gefertigt werden. Sie macht es möglich, genetische Fragmente sozusagen industriell herzustellen. Nach der synthetischen Chemie hat jetzt die Stunde der synthetischen Biologie geschlagen. In den Hightech-Räumlichkeiten der in Regensburg ansässigen Firma GeneArt werden monatlich 8 Millionen synthetische Basen hergestellt. Entsprechend des Auftragseingangs steuert ein Computer die Zusammensetzung der Basen A, T, G und C, um eine vollkommen künstliche DNA herzustellen. Wissenschaftler können über das Internet maßgefertigte Gene zu immer erschwinglicheren Preisen bestellen. Vor 10 Jahren waren Gene 10 bis 20 Mal teurer als heute. Nur wenige Forscher konnten es sich leisten, synthetische Gene im Handel zu kaufen. Und auch die Herstellung im eigenen Labor war sehr teuer. Heute können Sie Gene über das Internet zu absolut akzeptablen Preisen beziehen. Sie bezahlen 500 bis 1000 Euro für Gene, die früher zwischen 20 und 50.000 Euro gekostet haben. Bis vor 10 Jahren haben Unternehmen und Forscher in der ganzen Welt mehrere Monate für die Herstellung eines Gens gebraucht. Heute schaffen wir das in 5 Tagen. Diese Demokratisierung hat allerdings ein Sicherheitsproblem zur Folge. Wie lässt sich Missbrauch verhindern, wenn synthetische Gene mit wenigen Mausklicks im Internet bestellt werden können? Laut GeneArt sorgen strenge Kontrollen dafür, dass die synthetischen Gene ausschließlich an autorisierte Unternehmen und Labors geliefert werden. Wir überprüfen jeden Kunden, der bei GeneArt bestellt, und auch die bestellten Sequenzen. Handelt es sich um eine kritische Sequenz, die missbraucht werden kann oder auf einer Exportverbotsliste steht, lassen wir das von der Regierung genehmigen oder lehnen die Bestellung ab. GeneArt arbeitet mit den bedeutendsten Forschungslaboratorien auf der ganzen Welt zusammen. Zur Herstellung des ersten vollständigen synthetischen Genoms der Geschichte hat das Unternehmen sämtliche Biobricks geliefert. Diese technische Meisterleistung ist das Werk des Wissenschaftlers Craig Renter. 15 Jahre lang hat er daran gearbeitet. Durch den Einsatz leistungsstarker Maschinen ist es seinem Team gelungen, die komplette DNA eines Bakteriums herzustellen. Diese wurde anschließend in einen Träger in Form eines anderen Bakteriums eingebracht, dem zuvor seine DNA entnommen worden war. Der neue Organismus ist dann zum Leben erwacht und hat sich vermehrt. Zum ersten Mal hat sich ein lebender Organismus aus einer ausschließlich von Menschenhand geschaffenen DNA entwickelt. Craig Renter ruft sehr widersprüchliche Reaktionen hervor. Seine technischen Leistungen sind beeindruckend. Aber sein expliziter Anspruch, Leben zu schaffen, verstört und beunruhigt. Zu seinen Gegnern zählt die kanadische ETC Group, eine NGO, die sich mit Technikfolgenabschätzung befasst. Einer ihrer Wortführer ist der ehemalige Greenpeace-Aktivist Jim Thomas. Er fürchtet, dass Craig Renter den neuen Industriezweig unter seine Kontrolle bringen will. Firmen wie Craig Renter's Synthetic Genomics streben in der synthetischen Biologie eine führende Marktposition an, wie Microsoft im Bereich der Software. Diese Leute bringen die Schlüsseltechnologien in ihren Besitz, um dann das gesamte Feld zu kontrollieren. Das war bei der Software so, bei genetisch modifiziertem Getreide und bei der Nanotechnologie. Jetzt ist die synthetische Biologie an der Reihe. Ebenso wie die Informatik hat die synthetische Biologie das Ziel, die Welt zu erobern. Und die Zukunft dieser beiden Disziplinen ist eng miteinander verwoben. Die Fortschritte der synthetischen Biologie hängen unmittelbar von der Entwicklung der Informatik und den ständig steigenden Rechenleistungen der Computer ab. Genetischer Code und Computercode haben etwas gemeinsam. Es geht jeweils um riesige Datenmengen, die immer schneller bearbeitet werden können. Aber die beiden Disziplinen haben noch mehr Gemeinsamkeiten. In den 1970er Jahren haben sich junge, von den Anfängen der Informatik faszinierte Leute unter dem Namen Homebrew Computer Club in ihren Garagen getroffen, um dort zu experimentieren. Steve Jobs hat dort seinen ersten Computer zusammengebaut. Heute übt die synthetische Biologie eine vergleichbare Faszination aus.
Wieder sind es junge, von der neuen Disziplin begeisterte Menschen, die ihre hausgemachte Biologie betreiben. In Anspielung auf die Computerhacker werden sie auch als Biohacker bezeichnet und oft als eine Art Zauberlehrlinge dargestellt, die in ihren Garagen mit DNA herumexperimentieren. In jedem Fall begeistern sich diese Amateure für Wissenschaft und Technologie und sind zudem wahre Meister, wenn es um Improvisation geht. Mit wenigen Euros haben Mac, Dan und Dakota einen funktionsfähigen Bioreaktor gebaut. Eine Maschine, die Algen kultivieren und daraus Treibstoff erzeugen kann. Wir wollten einen Bioreaktor aus kostengünstigem und leicht erhältlichem Material bauen. Dazu haben wir 2 Liter Colaflaschen verwendet. Das Gestell haben Dan und sein Großvater aus Holzresten zusammengebaut. Und die alten Schläuche haben wir an der Uni gefunden. Ebenso wie die alten Aquarienpumpen. Die lagen dort auf dem Dachboden. Die hat seit 10 Jahren niemand mehr gebraucht. Die Zeitschaltuhr hat $5 gekostet. Wir wollten etwas, das die Leute nachbauen können. Das Ganze hat uns vielleicht $20 gekostet. In einem Labor kostet so etwas Hunderttausende. Jason, Bob und ich haben Do-It-Yourself Biology 2008 gegründet. Als wir uns kennenlernten, stellten wir schnell fest, dass wir uns beide für Wissenschaft außerhalb der Institutionen interessieren. Einige Wochen später trafen wir uns mit ein paar Freunden und führten molekularbiologische Experimente durch. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die von Biotechnologie fasziniert sind und nicht glauben, dass man dafür ein Genie mit einem Doktortitel sein muss. Solche Amateurbiologen findet man auf allen Kontinenten. Und sie orientieren sich an den ganz Großen der synthetischen Biologie. Craig Venter hat vom Mineralölkonzern ExxonMobil $600 Millionen erhalten, um aus synthetischen Algen Treibstoff zu erzeugen. Diese Algen hier sind natürlich, aber Craig Venter und seine Firma Synthetic Genomics untersuchen Genome und DNA-Strukturen dieser Organismen, um auf synthetischem Weg Algen mit einem höheren Lipidgehalt herzustellen. Nanocropsis hat einen Lipidgehalt von 20-30%, aber es gibt auch gentechnisch veränderte Arten mit einem Gehalt von weit über 50%. Auch wenn ihre Projekte eher noch bescheiden ausfallen, die Biohacker träumen von dem Tag, an dem sie Zellen ebenso einfach wie Computersoftware programmieren können. Laut Drew Endy, dem Mitbegründer der synthetischen Biologie, ein noch weit entferntes Ziel. Die DNA-Programme, mit denen wir heute arbeiten, kann man kaum mit Computerprogrammen vergleichen. Sie ähneln eher den Programmen in Kinderspielzeugen, wie in den kleinen Lego-Robotern, die man programmieren kann, damit sie auf Licht reagieren und sich je nachdem von hier nach da bewegen. Unsere heutigen DNA-Programme liegen auf diesem Niveau. Die Programmierung von Zellen ist noch weit entfernt von den ausgeklügelten Computerprogrammen von heute. Aber ja, unser Ehrgeiz geht schon in diese Richtung. Die synthetische Biologie ist eine noch junge Technologie mit bescheidener Leistungsfähigkeit. Trotzdem wurden bereits Milliarden von Dollar investiert, um sie in großem Maßstab umzusetzen. Treibstoffe, Medikamente, Kunststoffe. Die synthetische Biologie verspricht, dass sie alles, was bislang teuer und umweltbelastend von der synthetischen Chemie produziert wurde, auf der Basis lebender Materie ökologisch herstellen kann. Eine Art grüne Chemie, die Mikroben zu Fabriken des 21. Jahrhunderts macht. Ein erstes Produkt ist bereits marktreif. Synthetisches Artemisinin. Es handelt sich um das wirksamste Mittel gegen Malaria, die nach wie vor in der südlichen Hemisphäre wütet. Sie fordert jährlich 1 Million Opfer, vor allem Kinder unter 5 Jahren. Natürliches Artemisinin wird aus einer Beifußart gewonnen, die vor allem in Asien und Ostafrika kultiviert wird. Aber die Herstellung ist sehr aufwendig und kostspielig und die Erträge sind unbefriedigend. Dem kalifornischen Ingenieur Jay Kiesling ist hier ein bedeutender Durchbruch gelungen. Er hat ein Verfahren gefunden, synthetisches Artemisinin mittels umprogrammierter Bakterien zu produzieren.
Nach Laborversuchen und einem Machbarkeitsnachweis hat der französische Pharmakonzern Sanofi Aventis die industrielle Fertigung übernommen. Das, was Jay Kiesling entwickelt hat, ist eine Prozedur, die im Labor umgesetzt werden kann. Und dabei hat er ganz sicher Beachtliches geleistet. Aber hier geht es nicht mehr um eine Menge von 20 Litern. Wir haben Fermentationstanks mit bis zu 200 Kubikmetern Inhalt entwickelt. Das war sicherlich auch nicht die Aufgabe von Kiesling und seinem Team. Aber wir haben uns dieser Herausforderung angenommen. Denn diese Größenordnungen sind notwendig, um in die industrielle Fertigung einzusteigen. Angefangen hat das alles vor 10 Jahren in Kalifornien, in der Bucht von San Francisco. Bevor er auf das Artemisinin gestoßen ist, hat Jay Kiesling mit Hefen gearbeitet. Das sind einfache Organismen wie Bakterien und sie sind für das Abenteuer der synthetischen Biologie bestens geeignet. Zuvor hatten wir bereits 8 bis 10 Jahre an der Entwicklung von Werkzeugen für die Modifikation von Hefen und E. coli gearbeitet. Wir waren auf der Suche nach einem möglichen Produkt, als einer meiner Studenten einen Artikel über Artemisinin mitbrachte. Und wir fanden, das wäre ein lohnenswertes Ziel. Außer dem bisschen Mikrobiologie aus dem Studium wusste ich nichts über Malaria. Also machten wir uns über Stoffwechselwege kundig und fingen an zu arbeiten. Stoffwechselwege sind Prozesse chemischer Umwandlungen. Bei der Beifußpflanze dauert es 18 Monate, bis aus ihrem natürlichen, aktiven Wirkstoff das therapeutische Molekül Artemisinin wird. Wenn man diesen Ablauf mittels der synthetischen Biologie modifiziert, kann der Prozess um 1 Jahr verkürzt und eine viel größere Menge des Medikaments hergestellt werden. Für die Herstellung von Mikroorganismen, die Artemisinin produzieren, mussten wir den gesamten dafür zuständigen Stoffwechselweg aus der Pflanze herauslösen und in eine Hefe verpflanzen. Die Hefe produziert nun das Enzym, das wiederum das Endprodukt herstellt. Zur Finanzierung seiner Forschungsarbeiten hat Jay Kiesling 42,5 Millionen Dollar von der Bill Gates Stiftung erhalten, die sich im Kampf gegen die Malaria engagiert. Mit einem Teil dieser Gelder wurde 2005 die Firma Amyris gegründet, in der eine typisch kalifornische Mentalität herrscht. Es werden nur Mitarbeiter eingestellt, die dem gemeinsamen Ziel folgen, Positives für die Welt zu bewirken. Wir dachten uns, hier kann der Einsatz von synthetischer Biologie wirklich sinnvoll sein und etwas bewegen. Wenn man ein Medikament, das im Jahr 2004 sehr knapp war, in ausreichenden Mengen bereitstellen kann, erhält jedes an Malaria erkrankte Kind eine Behandlung. Und trotz aller Technikbegeisterung von mir und anderen ist das unser Ziel. Dafür lohnt es sich doch, morgens aufzustehen. Die Bill Gates Stiftung war vor allem von der Idee angetan, den Mangel an wirksamen Malaria-Medikamenten mit den Mitteln der synthetischen Biologie zu beheben. Bis 2013 wird die Hälfte der weltweiten Artemisinin-Produktion, für die bislang Bauern in Afrika und Asien gesorgt haben, in den Gärtanks von Sanofi Aventis stattfinden. Das Ziel ist, ein Gleichgewicht am Markt und einen ausgeglichenen Preis zu schaffen, der die Bauern nicht benachteiligt. Man wird deshalb die Anbauflächen und die dort erzeugten Mengen kontrollieren und mit dem Volumen der synthetischen Produktion abgleichen. Doch die ETC Group warnt vor dramatischen Auswirkungen. Es geht um die Existenzgrundlage der Produzenten von Artemisinin und, längerfristig, auch aller anderen natürlichen Produkte. Wenn Firmen wie Sanofi Aventis Artemisinin im Gärtank herstellen können, egal ob in Berkeley oder in Tschechien, dann hat das gravierende Folgen für die afrikanischen Bauern und deren Lebensunterhalt. Es geht ja nicht nur um Artemisinin. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die mit synthetischer Biologie Lakritz, Vanille und Gummi im Bottich herstellen. Das sind alles Waren, von denen der Lebensunterhalt von Menschen abhängt.
Tatsächlich könnten mit synthetischer Biologie die meisten Naturprodukte ersetzt werden. Bei Jay Kiesling und Amaris laufen bereits entsprechende Versuche. Die umprogrammierten Bakterien zur Artemisinin-Herstellung können durch entsprechende Modifikationen zur Herstellung einer großen Bandbreite weiterer Produkte verwendet werden. Zum Beispiel Kautschuk, Vitamin A und vor allem Treibstoff. Bei dem Entscheidungsprozess, welche Aufgabe wir uns annehmen sollten, reizte uns vor allem die schwierigste: einen wirklich kompromisslosen Treibstoff herzustellen. Mit kompromisslos meine ich ein Produkt, das besser ist als Erdölprodukte und von dem niemand sagen kann: naja, ich würde es ja gerne verwenden, aber es ist mir zu teuer und tut meinem Motor nicht gut. Ich meine ein Produkt, das nicht mehr kostet und genauso gut ist, wenn nicht noch besser. Mit der synthetischen Biologie haben die Mineralölkonzerne vielleicht die Lösung für die Zeit nach dem Erdöl in der Hand. Das Erdöl der Zukunft ist die Biomasse. Holz, Pflanzen, Kompost, Nahrungsreste. Als Biomasse gilt alle lebende Materie, die in Energie umgewandelt werden kann. Die Biotreibstoffe der ersten Generation stehen in der Kritik, weil sie aus Nahrungsmittelressourcen wie Getreide oder Zuckerrüben hergestellt werden, die in den Entwicklungsländern lebensnotwendig sind. Die synthetische Biologie behauptet, dieses Problem lösen zu können, indem sie ihre Bakterien mit Biomasse nährt, die nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht. Umweltaktivisten halten dieses Argument für Bauernfängerei. Denn es gibt keine unerschöpflichen Reserven von Biomasse, egal welcher Herkunft. Und eine Übernutzung hat langfristig katastrophale Folgen. Amaris, Solarsime und andere Unternehmen im Bereich synthetische Biologie sehen sich gerne als Teil einer neuen grünen Wirtschaft, die mit Biomasse und Zucker anstatt mit Erdöl arbeitet. Allerdings haben diese Firmen Verträge mit Mineralölkonzernen wie Total, BP, Shell und Chevron. Im Endeffekt kontrollieren also dieselben Großfirmen eine weitere Ressource. Und das ist problematisch, denn mit der Verwendung neuer Rohstoffe ändert sich auch die Basis unseres gesamten Wirtschaftsgefüges. Und es gibt einfach nicht genug Biomasse. Wenn die synthetische Biologie ihre Versprechungen wahrmacht, muss sich die Weltwirtschaft dieser neuen industriellen Revolution anpassen. Aber reichen unsere Kenntnisse über diese gerade erst entstehende Technologie schon aus? Dem Baum des Lebens, der die Evolution der verschiedenen Arten nachzeichnet, wird ein neuer Zweig wachsen, der für die künstlichen, von Menschenhand geschaffenen Arten steht. Wer garantiert uns, dass diese neuen Organismen nicht die Herrschaft über unsere natürlichen Ökosysteme übernehmen und sie zerstören? Randy Redberg, einer der führenden Wissenschaftler der synthetischen Biologie, hat ähnliche Befürchtungen bereits in den 1960er Jahren erlebt, bei der Geburt der ersten Computer. Damals wurde spekuliert, dass diese Maschinen eines Tages als gigantische Gehirne die Tätigkeiten der Menschen übernehmen würden. Die mit der synthetischen Biologie verbundenen Ängste hält er für ebenso unbegründet. Computer sind immer besser geworden, aber nicht intelligenter. Musik, Grafik, Schnittstellen, vieles ist besser geworden. Oder etwa die Kommunikation und die Netzwerke. Ich sehe die synthetische Biologie in ähnlicher Weise. Die Frage, ob wir es dabei mit Leben zu tun haben und ob sich dieses Leben weiterentwickeln kann oder nicht, ist zweitrangig. In erster Linie geht es um gentechnisch veränderte Systeme, die interessante und wichtige Dinge tun können. Demnach sind synthetische Arten Ergebnis einer Technologie unter vielen. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass umprogrammierte Bakterien lebende Wesen sind, die sich weiterentwickeln. Andere Wissenschaftler bestehen daher auf Vorsichtsmaßnahmen. Sie schlagen einen neuen genetischen Code vor, der mit den natürlichen Formen des Lebens nicht kompatibel ist. Philippe Mallière und seine Kollegen haben versucht, einen der vier Buchstaben der DNA zu ändern. Das neue genetische Alphabet soll nicht mehr ATGC lauten, sondern AXGC. Das Experiment war so interessant, weil nicht absehbar war, ob wir ein herkömmliches Bakterium zwingen können, im Kern seines genetischen Materials einen von uns gewählten Buchstaben zu akzeptieren.
Und im Fall eines Erfolges wussten wir nicht, wie lange es dauern würde, um die verschiedenen Etappen der genetischen Adaption zu durchlaufen. Die Bakterien benötigen zur Reproduktion die vier chemischen Basen A, T, G und C. Um sie zu zwingen, die künstliche Base X zu übernehmen, hat das Team um Philippe Malière eine automatisierte Bakterienkultur angelegt. Bei zögerlicher Vermehrung wird den Bakterien die natürliche Base T zugeführt. Wenn sie sich stark vermehren, erhalten sie die künstliche Base X. Zur Überraschung der Forscher ist die Vermehrungsrate mit der Base X ständig gestiegen. Innerhalb von nur 5 Monaten hatten sich die Bakterien vollständig an die Änderung ihres genetischen Textes angepasst. Jetzt wollen wir versuchen, die 3 anderen Basen zu ersetzen. Zunächst einzeln und dann alle zusammen. Das Ziel ist, sich so weit wie möglich von der natürlichen Lebensform zu entfernen. Auf diese Weise können wir vollständig künstliche Kreaturen schaffen, die nur von Substanzen abhängig sind, die in der Natur nirgends vorkommen und die sie auch nicht selbst erzeugen können. Philippe Malière hat eine klare These. Je größer der Unterschied zwischen synthetisch erzeugten und natürlichen Arten ist, desto weniger können sie sich untereinander kreuzen. Aber können mit der Fähigkeit, den genetischen Code neu zu schreiben, nicht auch neue, gefahrbringende Organismen geschaffen werden? Es gibt bereits Stimmen, die vor Bioterrorismus durch synthetisch erzeugte Anthrax- oder Pestbazillen warnen. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass im Labor Viren gezüchtet werden, die gefährlicher sind als die bereits in der Natur vorhandenen. Das heißt nicht, dass man das in 100 Jahren nicht könnte. Aber die Natur bietet selbst ja genug. Ebola, HIV, SARS, Grippe. Und wahrscheinlich kommt da noch mehr hinzu. Die jungen iGEM-Teilnehmer, denen die Zukunft der synthetischen Biologie gehört, haben keine Angst vor einer Welt, in der sich die von ihnen geschaffenen Bakterien tummeln. One, two, 2009 hat das Team aus Cambridge mit seinem Projekt Ecromy den iGEM-Wettbewerb gewonnen. Die von ihnen programmierten Bakterien können je nach Kontext unterschiedliche Farben annehmen. Die Designerin Daisy Ginsberg hatte mehrere Szenarien vorgestellt, in denen diese bakteriellen Pigmente in der Zukunft Lebensmittelfarben ersetzen oder bei Luftverschmutzung den Himmel färben können. Für das Jahr 2049 hat sie die Vision, dass modifizierte Bakterien als autodiagnostische Systeme für alle Arten von Krankheiten eingesetzt werden. Einer der Vorschläge aus unserem Workshop war, dass es irgendwann, vielleicht im Jahr 2049, gesellschaftlich akzeptiert sein könnte, Ecromy als Joghurtdrink zu sich zu nehmen. Die Bakterien könnten dann im Magen Krankheiten entdecken. Sie halten sich als Kolonie im Hintergrund, bis sie etwas entdecken, zum Beispiel durch Pathogene verursachte chemische Verbindungen. Dann produzieren sie Farben, die im Stuhl leicht zu erkennen sind. Wir haben also ein Köfferchen für den Stuhl entworfen und es bei iGEM vorgestellt. Die Leute haben unterschiedlich reagiert. Manche waren schockiert und anderen gefiel die Vorstellung. Aber so weit sind wir wohl noch nicht. Die iGEM-Gründer Drew Andy und Randy Redberg träumen von einer Zukunft, in der die synthetische Biologie fester Bestandteil unseres Alltags ist. In dieser Zukunft wäre unsere Haut möglicherweise nicht einfach nur mehr ein Tummelplatz für Bakterien, sondern gar eine Parfümfabrik. Stellen Sie sich vor, man könnte die Bakterien auf der Haut so programmieren, dass sie Düfte abgeben. Was würde das für die Industrie bedeuten? Ein Parfümeur würde einen Satz Chemikalien für ein gutes Parfüm zusammenstellen, dann zusammen mit einem synthetischen Biologen überlegen, wie sich die Biosynthese dieser Chemikalie innerhalb eines Organismus durchführen lässt. Der Organismus lebt auf der Haut. Das Parfüm wird dann über das Internet vertrieben. Man kann eine DNA-Sequenz kaufen, in der die Biochemie kodiert ist. Und diese chemischen Verbindungen erzeugen dann das Parfüm. Die DNA-Sequenz lässt sich herunterladen und vor Ort synthetisieren. Die Haut verändert sich und wird zum lebenden Parfüm. Die Schlagzeilen aus Wissenschaft und Forschung werden für eine breitere Wahrnehmung sorgen.
In den nächsten 10 Jahren wird man öfters von besonderen Leistungen bestimmter Unternehmen und von Heilungserfolgen bei Krankheiten hören. In den 20 Jahren danach wird es einen Durchbruch geben und die Menschen werden verstehen, worum es geht und persönlich damit in Kontakt kommen. Was in 50 Jahren sein wird, weiß man nicht. Aber so lange wird ein Wandel dieser Größenordnung brauchen. Wie immer, am Anfang ist es aufregend, aber letztendlich nutzt es jeder und es wird zur Normalität. Wenn man eine Technologie vorschnell und ohne jede Kontrolle, Regulierung oder Überwachung vermarktet, fordert man das Unheil heraus. In dieser Industrie wird zwangsläufig einmal etwas schiefgehen. Und wenn das geschieht, dann im großen Stil und hier draußen in der Wirklichkeit, nicht nur im Labor. Die synthetische Biologie und alle anderen Biotechnologien verfügen über eine unglaubliche Dynamik und ein hohes Potenzial für umwälzende Veränderungen, deren Tragweite sich nur über einen Zeitraum von Jahrzehnten ermessen lässt. Aber selbst wenn die Wissenschaft technische Probleme zu lösen vermag, bleiben die grundlegenden Fragen auch nach 50 Jahren immer noch offen. Der Biologe Jean Rostand bewies bereits 1962 eine unglaubliche Weitsicht, als er die Frage nach der Zukunft der DNA beantwortet hat. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais le sera-t-il jamais ? In ihren Garagen getroffen, um dort zu experimentieren. Steve Jobs hat dort seinen ersten Computer zusammengebaut. Heute übt die synthetische Biologie eine vergleichbare Faszination aus. Wieder sind es junge, von der neuen Disziplin begeisterte Menschen, die ihre hausgemachte Biologie betreiben. In Anspielung auf die Computerhacker werden sie auch als Biohacker bezeichnet und oft als eine Art Zauberlehrlinge dargestellt, die in ihren Garagen mit DNA herumexperimentieren. In jedem Fall begeistern sich diese Amateure für Wissenschaft und Technologie und sind zudem wahre Meister, wenn es um Improvisation geht. Mit wenigen Euros haben Mac, Dan und Dakota einen funktionsfähigen Bioreaktor gebaut. Eine Maschine, die Algen kultivieren und daraus Treibstoff erzeugen kann. Wir wollten einen Bioreaktor aus kostengünstigem und leicht erhältlichem Material bauen. Dazu haben wir 2 Liter Colaflaschen verwendet. Das Gestell haben Dan und sein Großvater aus Holzresten zusammengebaut. Und die alten Schläuche haben wir an der Uni gefunden. Ebenso wie die alten Aquarienpumpen. Die lagen dort auf dem Dachboden. Die hat seit 10 Jahren niemand mehr gebraucht. Die Zeitschaltuhr hat $5 gekostet. Wir wollten etwas, das die Leute nachbauen können. Das Ganze hat uns vielleicht $20 gekostet. In einem Labor kostet so etwas Hunderttausende. Jason, Bob und ich haben Do-It-Yourself Biology 2008 gegründet. Als wir uns kennenlernten, stellten wir schnell fest, dass wir uns beide für Wissenschaft außerhalb der Institutionen interessieren. Einige Wochen später trafen wir uns mit ein paar Freunden und führten molekularbiologische Experimente durch. Wir sind eine Gruppe von Leuten,
die von Biotechnologie fasziniert sind und nicht glauben, dass man dafür ein Genie mit einem Doktortitel sein muss. Solche Amateurbiologen findet man auf allen Kontinenten. Und sie orientieren sich an den ganz Großen der synthetischen Biologie. Craig Venter hat vom Mineralölkonzern ExxonMobil 600 Millionen Dollar erhalten, um aus synthetischen Algen Treibstoff zu erzeugen. Diese Algen hier sind natürlich, aber Craig Venter und seine Firma Synthetic Genomics untersuchen Genome und DNA-Strukturen dieser Organismen, um auf synthetischem Weg Algen mit einem höheren Lipidgehalt herzustellen. Nanocropsis hat einen Lipidgehalt von 20-30%, aber es gibt auch gentechnisch veränderte Arten mit einem Gehalt von weit über 50%. Auch wenn ihre Projekte eher noch bescheiden ausfallen, die Biohacker träumen von dem Tag, an dem sie Zellen ebenso einfach wie Computersoftware wie Total, BP, Shell und Chevron. Im Endeffekt kontrollieren also dieselben Großfirmen eine weitere Ressource. Und das ist problematisch, denn mit der Verwendung neuer Rohstoffe ändert sich auch die Basis unseres gesamten Wirtschaftsgefüges. Und es gibt einfach nicht genug Biomasse. Wenn die synthetische Biologie ihre Versprechungen wahrmacht, muss sich die Weltwirtschaft dieser neuen industriellen Revolution anpassen. Aber reichen unsere Kenntnisse über diese gerade erst entstehende Technologie schon aus? Dem Baum des Lebens, der die Evolution der verschiedenen Arten nachzeichnet, wird ein neuer Zweig wachsen, der für die künstlichen, von Menschenhand geschaffenen Arten steht. Wer garantiert uns, dass diese neuen Organismen nicht die Herrschaft über unsere natürlichen Ökosysteme übernehmen und sie zerstören? Randy Redberg, einer der führenden Wissenschaftler der synthetischen Biologie, hat ähnliche Befürchtungen bereits in den 1960er Jahren erlebt, bei der Geburt der ersten Computer. Damals wurde spekuliert, dass diese Maschinen eines Tages als gigantische Gehirne die Tätigkeiten der Menschen übernehmen würden. Die mit der synthetischen Biologie verbundenen Ängste hält er für ebenso unbegründet. Computer sind immer besser geworden, aber nicht intelligenter. Musik, Grafik, Schnittstellen, vieles ist besser geworden. Oder etwa die Kommunikation und die Netzwerke. Ich sehe die synthetische Biologie in ähnlicher Weise. Die Frage, ob wir es dabei mit Leben zu tun haben und ob sich dieses Leben weiterentwickeln kann oder nicht, ist zweitrangig. In erster Linie geht es um gentechnisch veränderte Systeme, die interessante und wichtige Dinge tun können. Demnach sind synthetische Arten Ergebnis einer Technologie unter vielen. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass umprogrammierte Bakterien lebende Wesen sind, die sich weiterentwickeln. Andere Wissenschaftler bestehen daher auf Vorsichtsmaßnahmen. Sie schlagen einen neuen genetischen Code vor, der mit den natürlichen Formen des Lebens nicht kompatibel ist. Philippe Malière und seine Kollegen haben versucht, einen der vier Buchstaben der DNA zu ändern. Das neue genetische Alphabet soll nicht mehr ATGC lauten, sondern AXGC. Das Experiment war so interessant, weil nicht absehbar war, ob wir ein herkömmliches Bakterium zwingen können, im Kern seines genetischen Materials einen von uns gewählten Buchstaben zu akzeptieren. Und im Fall eines Erfolges wussten wir nicht, wie lange es dauern würde, um die verschiedenen Etappen der genetischen Adaption zu durchlaufen. Die Bakterien benötigen zur Reproduktion die vier chemischen Basen A, T, G und C. Um sie zu zwingen, die künstliche Base X zu übernehmen, hat das Team um Philipp nur an. Aber beim Bioengineering baut man selbst etwas. Die Biologie sorgt zwar für den Aufbau, aber er lässt sich beeinflussen. Diese Grenzlinie fasziniert mich. Mit diesem neuen Ansatz lassen sich die im Grunde selben Aufgaben schneller und effizienter erledigen. Die Funktionsweise ähnelt der Gentechnik, aber es gibt einige sehr wichtige Standards. Die eigentliche Ingenieursarbeit beim iGEM-Wettbewerb besteht darin, wie wir die ganzen DNA-Sequenzdaten in die Mikroorganismen hineinbekommen, die wir bauen möchten. Die neue Generation steht für einen tiefgreifenden Bruch mit der klassischen Biologie. Die Ingenieure wollen mit lebender Materie arbeiten, nicht nur um sie zu verstehen, sondern um selbst völlig neues und nutzbringendes Leben zu schaffen.
Der gewaltige technologische Fortschritt hat diese Revolution in greifbare Nähe gerückt. In den Labors ist es immer noch üblich, alles von Hand zu erledigen. Ich als Ingenieur kann das kaum mit ansehen. Alles ist so banal und trivial, vor allem langweilig. Das sollte ein Computer erledigen. Und genau da setze ich an. Im Labor denke ich immer, das kann man doch alles automatisieren, das geht doch auch schneller. Die Automatisierung erlaubt es der Biologie, in neue Dimensionen vorzustoßen. In den letzten 10 Jahren hat sich die Leistungsfähigkeit jährlich verdoppelt, bei ständig sinkenden Kosten. Das spektakulärste Beispiel dafür bietet die Sequenzierung von über 20.000 Genen des Humangenoms. Das sind insgesamt 6 Milliarden Basen des ATGC-Alphabets. Dafür waren 13 Jahre und 2,5 Milliarden Euro notwendig. An diesem Abenteuer war auch Jean Wessenbach beteiligt. Er hat die explosionsartige Entwicklung der Technologie miterlebt, die es mittlerweile ermöglicht, ein vollständiges Genom in ein paar Wochen und für wenige 1.000 Euro zu sequenzieren. Natürlich war die Automatisierung ein ausschlaggebender Faktor, denn wir müssen unsere Versuche in großem Maßstab durchführen, weil wir uns der Ergebnisse nie sicher sein können. Also testen wir eine große Anzahl eingebrachter Variationen, bis wir die optimale Konstellation gefunden haben. Dank der Automatisierung können auch die berühmten Biobricks des MIT auf Bestellung gefertigt werden. Sie macht es möglich, genetische Fragmente sozusagen industriell herzustellen. Nach der synthetischen Chemie hat jetzt die Stunde der synthetischen Biologie geschlagen. In den Hightech-Räumlichkeiten der in Regensburg ansässigen Firma GeneArt werden monatlich 8 Millionen synthetische Basen hergestellt. Diese Versuche für die menschliche Gesundheit und die Umwelt tatsächlich ungefährlich? Die größte Befürchtung war, dass wir versehentlich Bakterien erzeugen, die sich über die ganze Erde verbreiten und alle natürlichen Gattungen vernichten würden. Oder die zumindest für Pflanzen und Menschen schädlich wären. Aber neben dieser Angst vor Unfällen sorgten damals auch die bewusst gesteuerten Anwendungen für Unruhe. Es ging darum, ob wir hier eventuell Monster schaffen. Aber die Forscher stoßen bald an die Grenzen des technisch Möglichen. Sobald sie mehr als 2 Gene auf eine andere Gattung übertragen wollen, gibt es Probleme. 40 Jahre später begnügt sich die synthetische Biologie nicht mehr mit der Manipulation lebender Organismen und dem Kopieren und Übertragen winziger Bruchstücke. Die heutigen Vorhaben sind weitaus ehrgeiziger. Es geht darum, DNA-Fragmente zu neuen Gebilden zusammenzufügen und auf diese Weise Gattungen zu schaffen, die in der Natur nicht vorkommen. Philippe Mallière ist einer der französischen Pioniere der synthetischen Biologie. Für die Zukunft erwartet er Großes. Die synthetische Biologie gleicht einer kulturellen Revolution. Es geht nicht mehr um die Erforschung von Lebewesen, die der Arche Noah entstiegen sind, sondern wir selbst schaffen neue Arten. Ausgangspunkt des Bruchs mit der traditionellen Biologie ist einer der weltweit bedeutendsten Tempel der Wissenschaft. Das Massachusetts Institute of Technology in den Vereinigten Staaten, kurz MIT, ist seit jeher Zentrum bedeutender Innovationen, etwa der Mikroinformatik in den 1970er Jahren. Und wie damals geht die Revolution von Ingenieuren aus. Diese Pragmatiker, Praktiker und Tüftler sind auch ohne spezifisches biologisches Wissen in der Lage, lebendige Maschinen zu bauen. Think of an automobile. Stellen Sie sich vor, Sie haben noch nie ein Auto gesehen und wollen wissen, wie es funktioniert. Sie können es auseinanderbauen, es studieren und dann Theorien entwickeln, wie es funktionieren könnte. Kategorien formulieren, eine Liste der Teile erstellen. Es geht aber auch anders. Sie zerlegen das Auto in seine Einzelteile und versuchen dann, es wieder zusammenzubauen. Dabei entstehen Fragen. Was ist das? Brauche ich das überhaupt oder kann ich es weglassen? Wenn Sie dann wieder alles zusammengesetzt haben, betätigen Sie den Anlasser. Funktioniert es? Die Beschäftigung mit dem Aufbau von Dingen und das Lernen daraus ist ein hocheffizienter wissenschaftlicher Ansatz, der in der Biologie im Grunde noch nie umfassend angewandt wurde.
Dann haben Unternehmen und Forscher in der ganzen Welt mehrere Monate für die Herstellung eines Gens gebraucht. Heute schaffen wir das in 5 Tagen. Diese Demokratisierung hat allerdings ein Sicherheitsproblem zur Folge. Wie lässt sich Missbrauch verhindern, wenn synthetische Gene mit wenigen Mausklicks im Internet bestellt werden können? Laut GeneArt sorgen strenge Kontrollen dafür, dass die synthetischen Gene ausschließlich an autorisierte Unternehmen und Labors geliefert werden. Wir überprüfen jeden Kunden, der bei GeneArt bestellt, und auch die bestellten Sequenzen. Handelt es sich um eine kritische Sequenz, die missbraucht werden kann oder auf einer Exportverbotsliste steht, lassen wir das von der Regierung genehmigen oder lehnen die Bestellung ab. GeneArt arbeitet mit den bedeutendsten Forschungslaboratorien auf der ganzen Welt zusammen. Zur Herstellung des ersten vollständigen synthetischen Genoms der Geschichte hat das Unternehmen sämtliche BioBricks geliefert. Diese technische Meisterleistung ist das Werk des Wissenschaftlers Craig Renter. 15 Jahre lang hat er daran gearbeitet. Durch den Einsatz leistungsstarker Maschinen ist es seinem Team gelungen, die komplette DNA eines Bakteriums herzustellen. Diese wurde anschließend in einen Träger in Form eines anderen Bakteriums eingebracht, dem zuvor seine DNA entnommen worden war. Der neue Organismus ist dann zum Leben erwacht und hat sich vermehrt. Zum ersten Mal hat sich ein lebender Organismus aus einer ausschließlich von Menschenhand geschaffenen DNA entwickelt. Craig Venter ruft sehr widersprüchliche Reaktionen hervor. Seine technischen Leistungen sind beeindruckend, aber sein expliziter Anspruch, Leben zu schaffen, verstört und beunruhigt. Zu seinen Gegnern zählt die kanadische ETC Group, eine NGO, die sich mit Technikfolgenabschätzung befasst. Einer ihrer Wortführer ist der ehemalige Greenpeace-Aktivist Jim Thomas. Er fürchtet, dass Craig Venter den neuen Industriezweig unter seine Kontrolle bringen will. Firmen wie Craig Venter Synthetic Genomics streben in der synthetischen Biologie eine führende Marktposition an, wie Microsoft im Bereich der Software. Diese Leute bringen die Schlüsseltechnologien in ihren Besitz, um dann das gesamte Feld zu kontrollieren. Das war bei der Software so, bei genetisch modifiziertem Getreide und bei der Nanotechnologie. Jetzt ist die synthetische Biologie an der Reihe. Ebenso wie die Informatik hat die synthetische Biologie das Ziel, die Welt zu erobern. Und die Zukunft dieser beiden Disziplinen ist eng miteinander verwoben. Die Fortschritte der synthetischen Biologie hängen unmittelbar von der Entwicklung der Informatik und den ständig... Heute können Sie Gene über das Internet zu absolut akzeptablen Preisen beziehen. Sie bezahlen 500 bis 1000 Euro für Gene, die früher zwischen 20 und 50.000 Euro gekostet haben. Bis vor 10 Jahren haben Unternehmen und Forscher in der ganzen Welt mehrere Monate für die Herstellung eines Gens gebraucht. Heute schaffen wir das in 5 Tagen. Diese Demokratisierung hat allerdings ein Sicherheitsproblem zur Folge. Wie lässt sich Missbrauch verhindern, wenn synthetische Gene mit wenigen Mausklicks im Internet bestellt werden können? Laut GeneArt sorgen strenge Kontrollen dafür, dass die synthetischen Gene ausschließlich an autorisierte Unternehmen und Labors geliefert werden. Wir überprüfen jeden Kunden, der bei GeneArt bestellt, und auch die bestellten Sequenzen. Handelt es sich um eine kritische Sequenz, die missbraucht werden kann oder auf einer Exportverbotsliste steht, lassen wir das von der Regierung genehmigen oder lehnen die Bestellung ab. GeneArt arbeitet mit den bedeutendsten Forschungslaboratorien auf der ganzen Welt zusammen. Zur Herstellung des ersten vollständigen synthetischen Genoms der Geschichte hat das Unternehmen sämtliche BioBricks geliefert. Diese technische Meisterleistung ist das Werk des Wissenschaftlers Craig Renter. 15 Jahre lang hat er daran gearbeitet. Durch den Einsatz leistungsstarker Maschinen ist es seinem Team gelungen, die komplette DNA eines Bakteriums herzustellen. Diese wurde anschließend in einen Träger in Form eines anderen Bakteriums eingebracht, dem zuvor seine DNA entnommen worden war.
Der neue Organismus ist dann zum Leben erwacht und hat sich vermehrt. Zum ersten Mal hat sich ein lebender Organismus aus einer ausschließlich von Menschenhand geschaffenen DNA entwickelt. Craig Venter ruft sehr widersprüchliche Reaktionen hervor. Seine technischen Leistungen sind beeindruckend, aber sein expliziter Anspruch, Leben zu schaffen, verstört und beunruhigt. Zu seinen Gegnern zählt die kanadische ETC Group, eine NGO, die sich mit Technikfolgenabschätzung befasst. Einer ihrer Wortführer ist der ehemalige Greenpeace-Aktivist Jim Thomas. Er fürchtet, dass Craig Venter den neuen Industriezweig unter seine Kontrolle bringen will. Firmen wie Craig Venter Synthetic Genomics streben in der synthetischen Biologie eine führende Marktposition an, wie Microsoft im Bereich der Software. Diese Leute bringen die Schlüsseltechnologien in ihren Besitz, um dann das gesamte Feld zu kontrollieren. Das war bei der Software so, bei genetisch modifiziertem Getreide und bei der Nanotechnologie. Jetzt ist die synthetische Biologie an der Reihe. Sie macht es möglich, genetische Fragmente sozusagen industriell herzustellen. Nach der synthetischen Chemie hat jetzt die Stunde der synthetischen Biologie geschlagen. In den Hightech-Räumlichkeiten der in Regensburg ansässigen Firma GeneArt werden monatlich 8 Millionen synthetische Basen hergestellt. Entsprechend des Auftragseingangs steuert ein Computer die Zusammensetzung der Basen A, T, G und C, um eine vollkommen künstliche DNA herzustellen. Wissenschaftler können über das Internet maßgefertigte Gene zu immer erschwinglicheren Preisen bestellen. Vor 10 Jahren waren Gene 10 bis 20 Mal teurer als heute. Nur wenige Forscher konnten es sich leisten, synthetische Gene im Handel zu kaufen. Und auch die Herstellung im eigenen Labor war sehr teuer. Heute können sie Gene über das Internet zu absolut akzeptablen Preisen beziehen. Sie bezahlen 500 bis 1000 Euro für Gene, die früher zwischen 20 und 50.000 Euro gekostet haben. Bis vor 10 Jahren haben Unternehmen und Forscher in der ganzen Welt mehrere Monate für die Herstellung eines Gens gebraucht. Heute schaffen wir das in 5 Tagen. Diese Demokratisierung hat allerdings ein Sicherheitsproblem zur Folge. Wie lässt sich Missbrauch verhindern, wenn synthetische Gene mit wenigen Mausklicks im Internet bestellt werden können? Laut GeneArt sorgen strenge Kontrollen dafür, dass die synthetischen Gene ausschließlich an autorisierte Unternehmen und Labors geliefert werden. Wir überprüfen jeden Kunden, der bei GeneArt bestellt, und auch die bestellten Sequenzen. Handelt es sich um eine kritische Sequenz, die missbraucht werden kann oder auf einer Exportverbotsliste steht, lassen wir das von der Regierung genehmigen oder lehnen die Bestellung ab. GeneArt arbeitet mit den bedeutendsten Forschungslaboratorien auf der ganzen Welt zusammen. Zur Herstellung des ersten vollständigen synthetischen Genoms der Geschichte hat das Unternehmen sämtliche Biobricks geliefert. Diese technische Meisterleistung ist das Werk des Wissenschaftlers Craig Venter. 15 Jahre lang hat er daran gearbeitet. Durch den Einsatz leistungsstarker Maschinen ist es seinem Team gelungen, die komplette DNA eines Bakteriums herzustellen. Diese wurde anschließend in einen Träger in Form eines anderen Bakteriums eingebracht, dem zuvor seine DNA entnommen worden war. Der neue Organismus ist dann zum Leben erwacht und hat sich vermehrt. Zum ersten Mal hat sich ein lebender Organismus aus einer ausschließlich von Menschenhand geschaffenen Verwendung in jedem modernen Motor. Mit unserer Technologie können wir Treibstoffe für Flugzeuge und Verbrennungsmotoren erzeugen. Das Ziel ist, so viel Treibstoff zu erzeugen, wie weltweit benötigt wird. Und das ist eine ganze Menge. Allein die USA verbrauchen jährlich um die 8 Milliarden Barrel Erdöl und etwa 1,5 Milliarden Barrel Diesel. Das LS9 gehört zu den neuen Biotech-Unternehmen, die sich im Zuge des atemberaubenden Fortschritts der synthetischen Biologie in den Vereinigten Staaten formiert haben. In den letzten 5 Jahren wurden Milliarden von Dollar in die Entwicklung dieser neuen Produktionstechniken investiert, die ein schwindelerregendes Potenzial aufweisen.
Der hier hergestellte Treibstoff ist in einem einzigen Produktionsgang entstanden. Dabei verwandeln umprogrammierte Mikroorganismen einfachen Zucker in Treibstoff. Die vermehrungsfreudigen Bakterien findet man nicht in der freien Natur. Die Wissenschaftler haben ihre DNA umgeschrieben, damit sie diese Aufgabe erfüllen. Um das Ausmaß dieser technischen Großtat zu verstehen, blicken wir zurück in das Jahr 1953, als James D. Watson und Francis Crick ihr Doppelhelix-Modell der DNA-Struktur vorstellten. Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN. Et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte ou c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore qu'il vaut mieux refermer en attendant de vous expliquer pourquoi. Unser Organismus ist eine außergewöhnliche Ansammlung von mehreren tausend Milliarden Zellen. Jede Zelle besitzt einen Zellkern, der sämtliche genetischen Informationen darüber enthält, was wir selbst sind und an unsere Nachkommen weitergeben. Diese genetische Information ist auf den Chromosomen gespeichert. Jedes Chromosom besteht aus tausenden von Genen, deren Sequenzen mit den vier Buchstaben des DNA-Alphabets dargestellt werden. A, T, G, C. Es handelt sich um chemische Moleküle, sogenannte Basen. Die Gene speichern die Geheimnisse der Proteinherstellung und damit die Anleitung zum Bau der Zellen, die unser Organismus braucht, um zu funktionieren. Die DNA ist eine Art universelle genetische Sprache, die allen bekannten lebenden Organismen gemeinsam ist. Der kleinsten einzelligen Bakterie In diesem Glaskolben haben wir eine Kolonie Escherichia coli, Bakterien, die gewöhnlich in der Darmflora leben. Wir haben ihnen Gene von Bakterien eingepflanzt, die symbiotisch in Meerestieren wie Kraken leben. Diese Bakterien senden Lichtsignale aus, mit denen beispielsweise Kraken Beutetiere anlocken. In unserem Fall wird dasselbe blaue Licht erzeugt. Beim iGEM-Wettbewerb sind die Studenten gefordert, konkrete Anwendungen ihrer Projekte ins Auge zu fassen. Um ihren Igloli genannten Leuchtbakterien eine Zukunft vorauszusagen, hat sich das Cambridger Team an die englische Designerin Alexandra Daisy Ginsberg gewandt, die auch Expertin für synthetische Biologie ist. Als Designerin interessieren mich die neuen Materialien und Herstellungsverfahren der synthetischen Biologie. Als Künstlerin interessiert mich, was es bedeutet, an der Grenze zwischen Natur und dem Unnatürlichen zu rütteln. Wo verläuft diese Grenze? Wie erfassen wir diese neuen Technologien? Und was bedeutet das für unsere Zukunft? In unserem diesjährigen Projekt geht es um Biolumineszenz, also Licht aus Bakterien. Dafür sind viele Anwendungen im Alltag denkbar. Straßenlaternen könnten etwa durch leuchtende Bäume ersetzt werden. 4 Monate später können das Team aus Cambridge und weitere 1500 Studenten aus aller Welt endlich ihre mikroskopisch kleinen Kreaturen präsentieren. Biologische Maschinen, die dem Wohl der Menschheit oder einfach nur dem Vergnügen dienen sollen. Wir haben ein Bakteriensystem entwickelt, das Krebszellen entdecken kann. Vor allem Entwicklungsländer brauchen kostengünstige Diagnoseverfahren. Unser einfaches Bakteriensystem arbeitet genauso effizient wie die teure Technologie, die bisher angewandt wird. Wir haben unser Projekt Hefewahn auf dem Mars getauft. Mit denselben Prionen, die den Rinderwahn verursachen, wollen wir den Mars verdunkeln, dadurch seine Oberfläche erwärmen und für den Menschen bewohnbar machen. Die jungen Spanier haben ein klassisches Thema der Science-Fiction aufgegriffen.
Beim Terraforming geht es darum, einen Planeten so umzugestalten, dass er bewohnbar wird. Aber weder bei diesem eher fantastischen Projekt noch bei den wirklich nützlichen Zielsetzungen wie der Krebsdiagnose zusammengefügt werden. Zu einer echten biologischen Maschine. Die DNA-Bausteine werden Biobricks genannt. Es handelt sich um DNA-Fragmente, die mit den vier Buchstaben des genetischen Codes bezeichnet werden. A, T, G, C. Jedes Fragment hat eine genau definierte Funktion. Das Glühwürmchen verfügt zum Beispiel über mehrere Gene, die ihm die Fähigkeit verleihen, im Dunkeln zu leuchten. Um diese nützlichen Gene zu kopieren, verwenden die Techniker einen DNA-Synthesizer. Wie bei einem Tintenstrahldrucker werden aus vier Patronen die DNA-Basen bezogen. Nur, dass die Maschine anstatt der Farben die vier chemischen Basen A, T, G und C entnimmt. So wird ein rein synthetisches Stück DNA erzeugt, das ausschließlich von Menschenhand hergestellt ist. Alle von den Studenten geschaffenen Biobricks werden im MIT online gestellt. Jedes Jahr kommen neue hinzu. So entsteht eine Art Bestellkatalog, der ausschließlich den Teams der Wettbewerbsteilnehmer zur Verfügung steht. Die kostbaren Biobricks werden in einem speziellen Gefrierschrank gelagert und von Randy Redberg, einem der Gründer des iGEM-Wettbewerbs, gehütet. Nach seiner langen Karriere im Bereich der Informatik sieht er in der synthetischen Biologie das neue Grenzabenteuer für Ingenieure. Gemeinsam mit Tom Knight hat er das Konzept der Biobricks entwickelt. Wir verfügen mittlerweile über 5000 Einheiten Biobricks. Wenn ein Team eine solche Einheit enthält, wird Wasser in einen Behälter gefüllt und die DNA aufgelöst. Die Teilnehmer können die DNA dann entnehmen, in Zellen einbringen, wachsen lassen oder was auch immer sie damit tun wollen. Sie sind dann furchtbar aufgeregt, weil sie zum ersten Mal tausende von kleinen DNA-Stücken vor sich haben, mit denen sie bauen können, was sie wollen. Selbst ihre Professoren hatten noch nie eine solche Möglichkeit. Auch an der renommierten Universität Cambridge will man sich die Teilnahme am Wettbewerb auf keinen Fall entgehen lassen. Der Startschuss erfolgt jedes Jahr im Juli. Bei den Ingenieurstudenten hat die Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Ebenso wie die 130 Konkurrenzteams müssen sie eine biologische Maschine konzipieren, die mit den Biobricks des MIT arbeitet. Mit dem Programmieren einer neuen DNA ist es jedoch nicht getan. Sie muss zum Leben erwachen. Ein echter, lebender Organismus muss entstehen. Dazu müssen die Studenten ihr Programm in einen Träger einbringen. Als idealer Träger gilt die Bakterie Escherichia coli, kurz E. coli genannt. 2011 hat sie Schlagzeilen gemacht, als einige besonders virulente Stämme zum Teil tödliche Lebensmittelvergiftungen verursachten. In der Tieren wie Kraken leben. Diese Bakterien senden Lichtsignale aus, mit denen beispielsweise Kraken Beutetiere anlocken. In unserem Fall wird dasselbe blaue Licht erzeugt. Beim iGEM-Wettbewerb sind die Studenten gefordert, konkrete Anwendungen ihrer Projekte ins Auge zu fassen. Um ihren E-Glow-Lie genannten Leuchtbakterien eine Zukunft vorauszusagen, hat sich das Cambridger Team an die englische Designerin Alexandra Daisy Ginsberg gewandt, die auch Expertin für synthetische Biologie ist. Als Designerin interessieren mich die neuen Materialien und Herstellungsverfahren der synthetischen Biologie. Als Künstlerin interessiert mich, was es bedeutet, an der Grenze zwischen Natur und dem Unnatürlichen zu rütteln. Wo verläuft diese Grenze? Wie erfassen wir diese neuen Technologien? Und was bedeutet das für unsere Zukunft? In unserem diesjährigen Projekt geht es um Biolumineszenz, also Licht aus Bakterien. Dafür sind viele Anwendungen im Alltag denkbar. Straßenlaternen könnten etwa durch leuchtende Bäume ersetzt werden. 4 Monate später können das Team aus Cambridge und weitere 1500 Studenten aus aller Welt endlich ihre mikroskopisch kleinen Kreaturen präsentieren. Biologische Maschinen, die dem Wohl der Menschheit oder einfach nur dem Vergnügen dienen sollen. Wir haben ein Bakteriensystem entwickelt, das Krebszellen entdecken kann.
Vor allem Entwicklungsländer brauchen kostengünstige Diagnoseverfahren. Unser einfaches Bakteriensystem arbeitet genauso effizient wie die teure Technologie, die bisher angewandt wird. Wir haben unser Projekt Hefewahn auf dem Mars getauft. Mit denselben Prionen, die den Rinderwahn verursachen, wollen wir den Mars verdunkeln, dadurch seine Oberfläche erwärmen und für den Menschen bewohnbar machen. Die jungen Spanier haben ein klassisches Thema der Science-Fiction aufgegriffen. Beim Terraforming geht es darum, einen Planeten so umzugestalten, dass er bewohnbar wird. Aber weder bei diesem eher fantastischen Projekt noch bei den wirklich nützlichen Zielsetzungen wie der Krebsdiagnose geht es unmittelbar um Vermarktung. Der Wettbewerb soll vielmehr zeigen, dass die Biologie des 21. Jahrhunderts auch sehr jungen Studenten zugänglich ist und sie in nur 4 Monaten Großes vollbringen können. Zukunft ist die Biomasse. Holz, Pflanzen, Kompost, Nahrungsreste. Als Biomasse gilt alle lebende Materie, die in Energie umgewandelt werden kann. Die Biotreibstoffe der ersten Generation stehen in der Kritik, weil sie aus Nahrungsmittelressourcen wie Getreide oder Zuckerrüben hergestellt werden, die in den Entwicklungsländern lebensnotwendig sind. Die synthetische Biologie behauptet, dieses Problem lösen zu können, indem sie ihre Bakterien mit Biomasse nährt, die nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht. Umweltaktivisten halten dieses Argument für Bauernfängerei. Denn es gibt keine unerschöpflichen Reserven von Biomasse, egal welcher Herkunft. Und eine Übernutzung hat langfristig katastrophale Folgen. Emeris, Solarzyme und andere Unternehmen im Bereich synthetische Biologie sehen sich gerne als Teil einer neuen grünen Wirtschaft, die mit Biomasse und Zucker anstatt mit Erdöl arbeitet. Allerdings haben diese Firmen Verträge mit Mineralölkonzernen wie Total, BP, Shell und Chevron. Im Endeffekt kontrollieren also dieselben Großfirmen eine weitere Ressource. Und das ist problematisch, denn mit der Verwendung neuer Rohstoffe ändert sich auch die Basis unseres gesamten Wirtschaftsgefüges. Und es gibt einfach nicht genug Biomasse. Wenn die synthetische Biologie ihre Versprechungen wahrmacht, muss sich die Weltwirtschaft dieser neuen industriellen Revolution anpassen. Aber reichen unsere Kenntnisse über diese gerade erst entstehende Technologie schon aus? Dem Baum des Lebens, der die Evolution der verschiedenen Arten nachzeichnet, wird ein neuer Zweig wachsen, der für die künstlichen, von Menschenhand geschaffenen Arten steht. Wer garantiert uns, dass diese neuen Organismen nicht die Herrschaft über unsere natürlichen Ökosysteme übernehmen und sie zerstören? Randy Redberg, einer der führenden Wissenschaftler der synthetischen Biologie, hat ähnliche Befürchtungen bereits in den 1960er Jahren erlebt, bei der Geburt der ersten Computer. Damals wurde spekuliert, dass diese Maschinen eines Tages als gigantische Gehirne die Tätigkeiten der Menschen übernehmen würden. Die mit der synthetischen Biologie verbundenen Ängste hält er für ebenso unbegründet. Computer sind immer besser geworden, aber nicht intelligenter. Musik, Grafik, Schnittstellen, vieles ist besser geworden. Oder etwa die Kommunikation und die Netzwerke. Ich sehe die synthetische Biologie in ähnlicher Weise. Die Frage, ob wir es dabei mit Leben zu tun haben und ob sich dieses Leben weiterentwickeln kann oder nicht, ist zweitrangig. In erster Linie geht es um gentechnisch veränderte Systeme, die interessante und wichtige Dinge tun können. Demnach sind synthetische Arten Ergebnis einer Technologie.